Wir sind heute auf einer Dachterrasse in Berlin-Charlottenburg. Und diese Dachterrasse gehört Peter Schöller-Thur. Vielen Dank für die Einladung. Dass wir uns heute hier unterhalten, hat einen ganz besonderen Grund. Sie feiern Ihren 90. Geburtstag. Herzlichen Glückwunsch. Dankeschön. Was bedeutet das für Sie, 90 Jahre? Nichts Besonderes, muss ich ehrlich sagen. Ich habe nie gedacht, dass ich 90 Jahre alt würde, das zunächst einmal. Und ich halte von Geburtstagen überhaupt nichts. An Astrologie glaube ich nicht. Also insofern, ich freue mich darüber, dass so viele Leute daran teilnehmen und dass auch der Verlag das feiert. Aber ansonsten, mich persönlich berührt es nicht. Sie haben eine Wohnung hier in Berlin, eine Wohnung am Rhein in der Nähe von Bonn, eine weitere Wohnung in Paris und eine in der Nähe von Nizza. Gibt es für Sie so etwas wie Heimat? Haben Sie ein Zuhause? Ja, Moment, Helmut Kohl hat mal von mir gesagt, ich sei ein Lotharingier. Das heißt, das war dieses Zwischenreich nach der Aufteilung des Karolingerreiches. Zwischen Deutschland und Frankreich. Genau das, nicht wahr? Und im Grunde fühle ich mich da zu Hause. Ich fühle mich in Deutschland zu Hause, fühle mich aber auch in Frankreich zu Hause. Jetzt sind wir ja heute hier in Berlin. Viele Leute sagen, Berlin ist derzeit die faszinierendste Stadt Europas. Kriegen Sie davon was mit? Sind Sie auch so fasziniert von Berlin? Na gut, es passiert sehr viel in Berlin. Ich weiß auch, dass Berlin also ein ungeheures Renommee hat. Aber es ist wohl doch eine Stadt für junge Leute als für Leute meines Alters. Nicht? Ja, das ist hier. Wir können das sagen, aber ich gehe nicht in die Diskos abends. Wenn ich mich hier auf der Terrasse umschaue, dann machen die Gegenstände einen sehr exotischen Eindruck. Zum Beispiel diese Figur hier. Woher stammt das? Das habe ich absichtlich getan. Ich habe meine schönste Zeit des Lebens habe ich in Südostasien verbracht. Das sind meine besten Erinnerungen. Und ich habe mir so eine kleine indochinesische Ecke hingestellt. Beziehungsweise meine Frau hat es ausgebaut. Sie haben uns erlaubt, dass wir uns hier ein bisschen umschauen. Was mir besonders gefallen hat, ist der Name für diese Fotowand. Ja, meine Frau nennt das den Hausaltar. Schöner Name. Das ist eine Anspielung auf meine Eitelkeit. Aber es sind eben Episoden aus meinem beruflichen Leben. Und zwar sehr einprägsamer, muss ich ehrlich sagen. Das ist mit den Tschetschenen, das da ist mit den Amerikanern in Zentralvietnam. Die Uniform, die ich da trage, ist übrigens meine alte französische Militäruniform. Und das da ist mit den Afghanen von Hekmatyar unterwegs. Und hier das der Ayatollah Khomeini. Aufgenommen übrigens am Tag nach der Besetzung der amerikanischen Botschaft. Dasjenige, woran ich am meisten hänge, muss ich sagen, weil es für mich ein grandioses Abenteuer war. Also 1951, war 27 Jahre alt. Und das war das letzte Stück von Französisch-Indochina, was noch an der chinesischen Grenze klebte. Jenseits davon waren noch Partisanen von Chiang Kai-shek und die Volksbefreiungsarmee war 30 Kilometer entfernt. Und ich habe dem Oberst Kost, mit dem ich war, der Waffen transportiert, übrigens für die Chiang Kai-shek-Leute, habe ich gesagt, kann ich mal rüberreiten zu den Nationalisten, wie sie sich nennen, im Grunde waren es Opiumschmuggler. Und ich bin dann mit einem Pferd, das ist kein Maultier, wie manche sagen, rübergeritten. Und auf dem Rückritt habe ich diese jungen Thai-Mädchen, das ist Gebirgsthai, sind das, die waren dabei, Blumen zu pflücken. Und ganz spontan haben sie das Pferd angehalten, das Pferd besteckt, mich besteckt. Und ich hatte einen Thai-Partisan als Dolmetscher dabei. Und ich habe gesagt, mach doch mal ein Bild. Ich habe nie gesagt, dass aus dem Bild was würde. Und das ist eben dann geworden. Und das ist für mich eines der schönsten Erlebnisse meines Lebens gewesen. Im Prinzip sehr romantische Erinnerungen an Indochina. Das war so ein Stück Kipling, nicht? Das waren also noch die alte große Kolonialzeit. Und wie gesagt, die Rotchinesen haben daraufhin reagiert. Die sind dann anschließend über die Grenze gekommen und haben also auch das Gebiet von Fongto auf der französischen Seite auch besetzt. Am 90. Geburtstag darf ich das fragen, wie geht es Ihnen gesundheitlich? Ich kann wirklich nicht klagen. Ich bin ganz gut drauf. Machen Sie noch täglich Kniebeugen und Sit-Ups? Ja, so ein bisschen. Ich übertreibe das auch nicht. Man muss nicht meinen, dass man das Leben auf ewig verlängern kann, indem man ein paar Übungen macht. Aber ich versuche einigermaßen fit zu bleiben und vor allem auch weiterhin meine Reisetätigkeit aufrechtzuerhalten.
Das ist ein schönes Stichwort, denn wer denkt, 90 Jahre, das ist für Sie kein Grund, zu Hause sitzen zu bleiben. Erst vor wenigen Wochen waren Sie wieder einmal im Libanon. Daraus ist auch eine sehr schöne Reportage geworden. Und daraus schauen wir uns jetzt ein paar Ausschnitte an. Unterwegs in Beirut. Peter Scholl-Latour recherchiert für ein neues Buch. Im Libanon herrscht große Anspannung. Längst ist das Land in den Syrien-Konflikt einbezogen. Islamische Gruppen bekämpfen sich mit Terror. Ein neuer Bürgerkrieg droht. Im Norden hat er schon begonnen. Seit fast 7 Jahrzehnten ist Scholl-Latour als Journalist auf der Suche. Nach Erkenntnis und nach dem großen Erlebnis. Immer noch und immer wieder will er mit eigenen Augen sehen und dann analysieren. Beirut im Jahr 2014 steht vielleicht wieder vor einem Krieg. 15 Jahre von 1975 bis 1990 dauerte der letzte Bürgerkrieg. Scholl-Latour war damals oft vor Ort. Es war hochspannend und vor allem, man war natürlich auch hier, war die Frontlinie zwischen den islamischen Kräften oder nasseristischen Kräften, wie man sie nannte, auch den Palästinensern, die ja damals eine große Rolle im Bürgerkrieg gespielt haben, und den Christen der maronitischen Kataib. Das war die 4 ungefähr. Und die Frontlinie zu überschreiten war immer ein erhebliches Risiko gewesen. Wenn Sie unterwegs auf Reisen sind, gibt es da für Sie eine Grenze, wo Sie sagen, nee, das mute ich mir mit meinen 90 Jahren nicht mehr zu? Nein, es gibt eine andere Grenze, dann, wenn die Situation völlig unberechenbar ist. Also wenn ich in Afghanistan war mit den Mujahideen, die damals gegen die Russen gekämpft haben, war ich in totaler Sicherheit. Also da konnte mir nichts passieren. Ich hatte meinen Leibwächter, der hat sich für mich totschießen lassen. Im Irak, wenn ich mit den schiitischen Brigaden war, auch absolute Sicherheit auf der Front. Jetzt in Syrien ist ein derartiges Durcheinander an Kampfhaufen, an Extremisten, auch an Mördern, dass man sich sagen wir, den Leuten nicht mehr antrauen würde. Ich bin ein paar Kilometer drin gewesen, dort mit einem Offizier der Freien Syrischen Armee, das sind ja die relativ ordentlichen Leute, hat mir gesagt, um Gottes Willen, gehen Sie raus. Sie von derjenigen, der Ihnen anbietet, zur Führung der Gegenseite zu kommen, der wird Sie dann verkaufen und Sie werden das Ganze festgehalten. Und dann mache ich Stopp. Also Sie kalkulieren schon ganz genau, welches Risiko gehe ich ein und welches nicht? Ich habe immer die Risiken kalkuliert und es ist Gott sei Dank auch nie einer zu Schaden gekommen. Das größte Kompliment, was mir Kameraleute gemacht haben, war, mit Ihnen gehen wir da rein, mit jemand anderem würden wir nicht da reingehen. Planen Sie schon die nächste Reise? Ja, und zwar jetzt in 10 Tagen ungefähr werde ich nach N'Djamena fliegen, das kennen die wenigsten. Das ist früher vor der Meer, das ist die Hauptstadt von Tschad. Das ist genau das auf der halben Strecke zwischen Dakar, also Kap Verde im Westen, und Djibouti und dem Ausgang des Roten Meeres in Bab el-Mandeb auf der anderen Seite. Und N'Djamena ist im Grunde die strategische Position im Moment, über die aber keiner spricht, wie das ja immer üblich ist. Die wirklichen Brennpunkte werden immer erst zu spät erkannt. Ich würde mich mit Ihnen gerne ausführlich über Ihre Biografie unterhalten, aber zunächst interessiert mich doch noch Ihre Einschätzung der aktuellen Situation in der Ukraine. Wie beurteilen Sie da die Situation? Ja, man hat ja gar nicht zur Kenntnis genommen, dass die Ukraine kein geeintes Land ist. Es gibt den westlichen Teil, der österreichisch war, bis zwischen den Kriegen auch polnisch, und der auch katholisch-orthodox ist. Also sie haben den orthodoxen, den byzantinischen Ritus, aber sind dem Papst unterstellt. Das macht einen enormen Unterschied zwischen dem Osten, der rein russisch tief orthodox ist, wo auch die Kosaken zu sagen haben. Und wenn es eine Lösung für die Ukraine geben sollte, wäre es im Grunde eine Föderation, eine Gruppierung, föderierte Gebiete, die aber doch sorgfältig voneinander getrennt sind. In Kiew schaut auch keiner durch, da wird er auf dem Maidan dauernd manifestiert. Und auf der Krim ist es ziemlich eindeutig, die Krim ist überwiegend russisch.
Putin, Russland hat die Macht auf der Krim übernommen. Wird Putin sich damit zufrieden geben oder marschiert er am Ende auch noch im Osten und Süden der Ukraine ein? Nein, Putin ist ja ein Mann des Geheimdienstes. Er weiß, wie weit er gehen kann. Er schied es auch, seine Karten auszuspielen, das hat er jetzt in Syrien gezeigt. Und dass er wieder die Oberhoheit, Kontrolle über die Krim haben will, verstehe ich durchaus. Ja. Abgesehen davon, ich frage, was soll das hier, dieses ewige Polemisieren gegen Putin? Wen will man denn an die Stelle setzen? Nicht wahr? Russland ist immer autokratisch regiert worden. Und wenn wir heute Peter den Großen bewundern, der wirklich eine absolut bemerkenswerte Persönlichkeit war, zart war der nicht. Ja, der Sie haben Putin persönlich kennengelernt. Was haben Sie denn für einen Eindruck von ihm gewonnen? Ja, man merkt ihm schon seine Vergangenheit als Geheimdienstoffizier an. Aber er ist höflich, er ist gut informiert und beantwortet alle Fragen. Sie haben 2006, also vor 8 Jahren, eine Dokumentation gedreht unter dem Titel Russland im Zangengriff. Da schildern Sie, wie Russland sich eingekreist und bedroht sieht und warum die Ukraine so unverzichtbar ist für Russland. Und da wollen wir uns mal kurz Ihre Einschätzung von damals anschauen. Man versetze sich in die Lage der russischen Patrioten. Die NATO dehnt ihren militärischen Einfluss über die willfährige Ukraine bis zum Don aus. In Fernost blickt Moskau voll Sorge auf seine menschenleere Taiga-Region und die boomende Großmacht China jenseits des Amur. Dazu kommt innerhalb der eigenen Grenzen ein muslimischer Bevölkerungsanteil von 20 Millionen, der seine Identität im koranischen Glauben sucht. Für Wladimir Putin ist der Abfall der Ukraine schwer erträglich. Jeder erinnert sich an die stürmische Begeisterung der Orange-Revolution auf dem Maidan von Kiew, die dem Separatismus zum Sieg verhalf. Die Helden dieser national-ukrainischen Volkserhebung, an ihrer Spitze Präsident Viktor Juschenko, haben seitdem ihr Prestige eingebüßt. Gegengewicht und Kontrast zu Kiew bildet im Osten der Ukraine das Industrierevier Donbass mit der Stadt Donetsk, die einmal Stalino hieß. In dieser Landschaft von Stahlwerken und Zechen ist die Erinnerung an den großen Vaterländischen Krieg längst nicht verblasst. Die Masse der Bevölkerung bekennt sich zur russischen Nationalität. Nach dem Verlust der Ukraine sei Russland dazu verurteilt, ein überwiegend asiatisches Imperium zu werden. So verlocken bereits einige einflussreiche Ideologen in Washington. Und viele Europäer schließen sich diesem neuen Drang nach Osten der NATO an. Aber zumindest die Deutschen müssten wissen, dass nur 300 Kilometer von dieser Grenze des Donbass entfernt eine Stadt liegt, die Stalingrad hieß. Und noch einmal 100 Kilometer nach Osten beginnt das Territorium der zentralasiatischen und überwiegend muslimischen Republik Kasachstan. Man muss das noch mal sagen, diese Analyse ist 8 Jahre alt, stammt von 2006, aber die gilt 1:1 noch heute. Das ist mir meistens in meinem Leben passiert, ohne Eitelkeit. Aber in dem Fall von Europa muss man wirklich sagen, die Europäer müssen im Moment darauf bedacht sein, ihre Kräfte zu konzentrieren und nicht zu expandieren. Schon Rumänien und Bulgarien wahrscheinlich schon zu viel. Jetzt diese riesige Ukraine noch dazu. Wäre völliger Unsinn. Und der amerikanische Staatssekretär gesagt hat, fuck the EU, hat im Grunde einem vernünftigen Reflex entsprochen. So bitter das für uns auch klingt. Die Russen sind ja in Sorge, dass das, was der Westen hier in der Ukraine macht, keine selbstlose Unterstützung einer Freiheitsbewegung ist, sondern in Wirklichkeit Teil einer Strategie der NATO, der USA, der EU, die Grenzen
der NATO bis nach Georgien, bis in die Ukraine auszudehnen und am Ende Russland in die Knie zu zwingen. Ist da was dran an dieser Furcht der Russen? Da ist zweifellos was dran. Ich sage nicht, dass alle diese Meinung vertreten. Es gibt auch in Washington hochintelligente Leute. Aber im Moment sieht es wirklich so aus, als sei man darauf aus, die Russen zurückzudrängen. Man spielt Kalter Krieg auf einmal. Man redet von Sanktionen, was für Europäer völlig blödsinnig ist. Wir würden mehr unter den Sanktionen leiden als die Russen. Es ist also wirklich ein Spiel im Gange, was geradezu grotesk ist. Und dieses ständige Putin-Bashing, auch ein Steiner-Bashing, gegen China hat China auch zu viel, gegen Iran, was hat uns Iran getan? Das sehen wir auch zum Felde. Die Europäer verschätzen sich völlig in ihre Rolle. Sie sind keine Weltmacht mehr und haben in der Welt nichts mehr zu sagen. Aber was bedeutet denn das dann konkret? Sollen wir einfach zuschauen, wenn Putin da mit seiner Armee in der Ukraine schaltet und waltet? Er schaltet ja nicht und waltet. Die Ukraine ist ja zum großen Teil russisch. Nicht mehr. Dann soll man eben die Spaltung machen, eine Trennung machen und eine Föderation machen, was auch immer. Aber jedenfalls, man muss ja nicht die Russen der Ukraine zwingen, auf ihre Sprache zu verzichten, was man ja verlangt hat. Nicht mehr. Und im Übrigen müssen wir halt eines bedenken, die Gefahren für uns, die liegen ganz woanders. Die liegen am Mittelmeer. Aber das Mittelmeer haben die Deutschen zwar für ihren Urlaub entdeckt. Aber politisch ist das offenbar in den Vorstellungen Berlins und Brüssels völlig abwesend. Welche Gefahren sehen Sie da? Wir haben in Syrien die Übernahme der Gewalt, wenn Assad stürzt, was ja viele Leute erhoffen und darauf sehen, dass sie dann Al-Qaida an der Macht haben in Syrien. Und nicht nur in Syrien, im Irak auch und im Libanon zwangsläufig dann auch, es sei denn die Hisbollah, die eine gute Truppe ist, ich kenne jemanden ebenfalls völlig verleumdet. Und dann eben dieses ständige, wie soll ich sagen, Pöbeln gegen den Iran. Der Iran hat uns doch nichts getan, das wäre für uns ein fabelhafter wirtschaftlicher Partner. Und ob wir nun eine Atombombe bauen oder nicht, Pakistan hat eine Atombombe. Und die ist wahrscheinlich sehr viel bedenklicher als alles, was die Iraner eines Tages konstruieren werden. Also Sie haben jetzt geschildert, welches Bedrohungsszenario da existiert in der islamischen Welt. Das würde ich gerne ein bisschen später aufgreifen, weil ich möchte zunächst mal einfach den 90. Geburtstag zum Anlass nehmen und mit Ihnen ein bisschen mal in die Vergangenheit, in Ihre Biografie zurückblicken. Sie haben mal gesagt, diese Abenteuerlust, diese Freude daran, immer hinauszureisen in die Welt, die stammt von Ihrem Vater, die hat Ihr Vater bei Ihnen eingepflanzt. Wie war das? Ja, das war im Grunde als Kind habe ich sehr viel gelesen. Ich hatte mit 10 Jahren schon alle Karl Mays gelesen. Und mein Vater hat gesagt, es ist Zeit, dass du auch was Richtiges liest. Und hat mir dann eben Stanley, Magellan und Kamausch und so weiter, die großen Entdecker, gezeigt. Das hat mich fasziniert. Und im Grunde, wenn ich eine freie Berufswahl gehabt hätte, den Beruf gibt es ja nicht mehr, wäre der das eines Entdeckers gewesen. Und zwar ethnologisch, kulturell, religiös auch. Das hätte mich wirklich interessiert. Und ich habe nur das Glück gehabt, dass der Journalismus mir die Chance dazu geboten hat, in einem Maße, wie ich es nie hätte erhoffen können. Und das Internationale war ja auch schon in Ihrem Elternhaus angelegt. Die Mutter stammte aus dem Elsass, Ihr Vater, Arzt, war in Lothringen aufgewachsen. Also das zwischen Deutschland und Frankreich, dieser Grenzgänger, war von Anfang an bei Ihnen angelegt. Ja, wobei mir das deutsch-französische Verhältnis im Moment große Sorgen bereitet. Denn Gott sei Dank haben wir jetzt einen neuen Außenminister, Herrn Steinmeier, der vernünftig ist. Aber auf französischer Seite ist eben die Position wahnsinnig schwach geworden, wenn man denkt, dass Frankreich von de Gaulle auf Hollande heruntergekommen ist. So Frankreich, der kranke Mann Europas, ist das übertrieben oder ist das so, ist Frankreich so schwach? Frankreich ist im Grunde ein gesundes, starkes Land, was aber schlecht regiert ist und was eben eine völlige Revision seiner internen Strukturen vornehmen, das zu machen. Das ist ein sehr reiches Land, in mancher Beziehung reicher als Deutschland. Aber es ist, sagen wir, die wirkliche Dynamik, der Wille zur Macht, der gedacht hat, so, der ist abhanden gekommen. Ich würde gerne noch ein bisschen in Ihrer Jugend bleiben. Ihre
Mutter war katholisch, aber stammte aus einer jüdischen Familie. Ja. Wie sind Sie denn erzogen worden? Katholisch, jüdisch oder hat man Ihnen das... Katholisch bis in die Puppen. Ich war in einem katholischen Internat, was von den Jesuiten gegründet war, in der französischen Schweiz, durch den heiligen Petrus Canisius. Und katholischer kann man gar nicht erzogen werden. Sie haben mal gesagt, da habe ich den Fundamentalismus kennengelernt, in diesem katholischen Internat. Das hat mir im Grunde mein Verständnis für den Islam erleichtert. Denn es gibt gewisse Parallelen zwischen dem katholischen Fundamentalismus, so wie er existiert inzwischen mit Franziskus, lässt das alles nach, aber wie er damals noch existierte, wo wir in unseren Liedern noch nach der Inquisition riefen ungefähr, und dem Islam, der auch glaubt, im Besitz der alleinselig machenden Wahrheit zu sein. Welche Rolle spielt diese katholische Religion für Sie in Ihrem Leben? Eine sehr große, nämlich die katholische Kirche hat mich geschützt. Ich habe die besten Erfahrungen gemacht. Also ich habe im Internat, in dem ich gewesen, in langen Jahren gewesen bin, diese ganzen unerfreulichen Dinge von dem überhaupt nicht wahrgenommen. Das gab es bei uns gar nicht. Und vor allem habe ich erlebt, dass die katholische Kirche auch in Deutschland, zwar gerade in den unteren Rängen, die einzige wirkliche organisierte Widerstandskraft gegen die Nazis gewesen ist. Ihre Eltern haben Sie bewusst in die Schweiz ins Internat geschickt, wegen Ihrer jüdischen Herkunft, weil das war einfach gefährlich. Dann mussten Sie allerdings Anfang der 40er Jahre wieder zurück nach Deutschland, weil die Eltern das Schulgeld nicht mehr überweisen durften. Und am Ende des Krieges haben Sie den Naziterror noch ganz persönlich erlebt. Sie sind in Gestapohaft gekommen. Wie kam das? Später. Ich bin erst mal in ein Gymnasium, in einer Schule in Kassel gekommen. Und hatte dort ein wahnsinniges Glück, ich hatte einen Schuldirektor, der ein fabelhafter Mann war, der war Parteigenosse, das war ja damals natürlich. Aber mein persönlicher Status, was ich war, wusste kein Mensch, sodass ich völlig ungestört hat gelebt. Also und im Grunde Zeit verbracht habe. Ich habe auch keine Demütigung kennengelernt. Dann nachher, als dann kritisch wurde und die Front sich näherte im Westen, dann habe ich versucht, durch die Front zu kommen. Im Westen ist es gescheitert, in Metzen, dann am Mosel. Aber dann habe ich es dann nachher in Jugoslawien, das war die letzte Schwelle noch, bei den dortigen Partisanen. Und da bin ich dann geschnappt worden. Und dann habe ich den Abgrund des Daseins kennengelernt in den Gefängnissen. Eine Gestapo, die ging noch, aber das SD, des Sicherheitsdienstes. Und das klingt blöd, wenn ich das sage. Aber das war für mich ein Stahlbad für den Rest meines Lebens. Was Schlimmes konnte nicht passieren. Und ich habe das mit großer Gelassenheit überwunden. Ich habe auch keine Traumata erwartet. Ich träume nie davon. Was haben Sie da erlebt? Wie? Was haben Sie da erlebt in der SDR? Ich habe einmal an der Erschießungsmauer gestanden. Eine Scheinerschießung? Sicher, aber das war es dann nicht in dem Moment. Und wie kommt das, dass Sie da sagen, ich habe das mit Gelassenheit genommen? Also ja, ich habe wohl, manche Leute meinen, dass ich ein Gemüt bin, wenn Fleischerhund habe. Aber ich bin eben nicht sehr sensibel. Und gewisse Robustheit auch nicht. Die Tatsache, dass ich ein Jahr, nachdem ich in der Gestapohaft war und am Ende noch Flecktyphus hatte, dass ich ein Jahr später schon in Indochina einem Fallschirmkommando eingesetzt war, zeugt dafür eine gewisse Robustheit. Ja, Sie haben sich sofort nach dem Krieg bei der französischen Armee gemeldet. Ja. Haben Sie nicht so ein Gefühl gehabt, Schluss mit Krieg, nach so einem entsetzlichen Weltkrieg? Ja, für mich war Indochina vor allem ein exotisches Abenteuer. Und ich wollte ja die Welt sehen und das war eben damals die einzige Möglichkeit. Was sollte ich dann hier in diesem zerschossenen, kaputten, in sich zerrissenen Deutschland sitzen? Und ich wollte dann auch nicht meine, wie soll ich sagen, Nachteile, die ich bei den Nazis erlitten habe, als Vorwand nehmen, um mir dann Privilegien zu erhaschen und so. Nö, da bin ich schon lieber nach Indochina gegangen. Sie haben sogar einmal gesagt, Indochina war ein erotisches Abenteuer? Durchaus. Durchaus. Das haben alle so empfunden, die dort waren. Die ganze französische, die leben ja alle nicht mehr. Ich bin
Ich habe neulich eine Anfrage über die französische Botschaft bekommen, über jemand ein Buch über meinen Kommandeur in Cologne-Pontchartier schreiben. Und ich sage, wir suchen nach Augenzeugen. Es gibt nur noch einen aus der Einheit, der lebt, das ist der Scholatur. Also, das ist alles, wie soll ich sagen, das gehört aus der Vergangenheit. Aber ich habe den Indochina-Krieg als ein großes romantisches Abenteuer, auch erotisches Abenteuer empfunden. Vietnamesen sind sehr schöne Frauen, das hat man ganz gesagt. Und ich habe ja nachher den amerikanischen Krieg auch noch mitgemacht. Ich habe von Anfang bis zum Ende. Und das waren für mich im Grunde die schönsten Jahre meines Lebens. Zwischen dieser Zeit, als Sie bei den Fallschirmjägern in Frankreich waren, 45 bis 47, und dem Vietnamkrieg, das darf man nicht vergessen, da sind 20 Jahre dazwischen, Mitte der 60er bis Mitte der 70er Jahre dauerte der Vietnamkrieg. Das ist das, wo Sie die meisten Zuschauer in Erinnerung haben. Peter Scholl-Latour, das ist der Mann, der uns den Vietnamkrieg erklärt hat. In vielen, vielen Reportagen, in seinen Büchern zum Beispiel, Der Tod im Reisfeld. Sie waren einer der Ersten, der gesagt hat, dieser Krieg der Amerikaner in Vietnam ist falsch. Wann haben Sie das erkannt, das ist falsch, was die Amerikaner machen? Sehr früh. Sehr früh. Und ich war der Einzige, der es gesagt hat. Ich habe genauso wie in Afghanistan. Ich war in Afghanistan, hätte man von Anfang an wissen müssen, dass die Sache schief geht. Ich verstehe die Militärs, nicht die das Gegenteil glaubten, Nation Building betreiben zu können, hätte ich schon gesagt. Aber was nun Indochina betrifft, ich kannte es. Und sagte, die Sache geht wahrscheinlich schief. Und dann hat es das einzige Mal ungefähr in meinem Leben einen Zensurversuch gegeben, das Auswärtige Amt. Das war damals der Außenminister Gerhard Schröder, also nicht der Kanzler, der Außenminister Gerhard Schröder, ließ dann bei meinem Intendanten vorsprechen und sagt, halt den Scholl doch ein bisschen zurück, die Amerikaner betrachten das als feindselig, wenn er das sagt. Und so weiter. Und der Intendant Klaus von Bismarck, Eichenlaubträger an der Ostfront, hatte sich dann zwei Stunden lang mit mir unterhalten und dann hat er kurz in Preußisch gesagt, machen Sie weiter. Und ich habe das gleiche Glück gehabt, ich habe später auch noch Schwierigkeiten gehabt, als ich mit ZDF war, habe ich mit Dieter Stolte das gleiche Glück gehabt. Stolte hat immer voll vor mir gestanden. Es gab so etwas wie einen dramatischen Höhepunkt Ihrer Berichterstatterzeit aus dem Vietnamkrieg. Das war im Sommer 1973. Da gerieten Sie und Ihr Team in die Gefangenschaft des Vietcong. Natürlich entstand auch daraus wieder eine Reportage, die wir uns jetzt in Ausschnitten anschauen können. Etwa 30 Kilometer waren wir von unserem Waldlager aus nach Norden gefahren, in Richtung An Loc. Motorfahrzeuge waren uns nicht begegnet, lediglich Fahrräder, die berühmten Transportmittel von Dien Bien Phu, auf denen die Partisanen bis zu 500 Kilo Last vor sich herschieben. Minh Hoa war in den ersten Tagen der großen kommunistischen Offensive des Jahres 1972 überrollt worden. Etwa 750 Einwohner sind zurückgeblieben, die weder flüchten noch zwangsevakuiert werden konnten und fast ein Jahr lang den amerikanischen Bombenangriffen ausgesetzt waren. Vor einer Bambushütte, die speziell für uns errichtet war, wurden wir von den Kaders der Befreiungsarmee offiziell begrüßt. Informationsoffizier Major Viet Trung erkundigte sich zunächst im Namen der provisorischen Revolutionsregierung nach unserem Gesundheitszustand. Das ist Joseph Kaufmann. Dann stellten wir uns gegenseitig vor. Hier ist der Second Cameraman. Das ist der Klaus Pattberg. Nhưng mà cũng do cái điều kiện là không biết trước. Thiếu tá Việt Trung. Xin giới thiệu, thiếu tá Major Wang Tuan befehligte die in unserem Sektor befindliche Militäreinheit. Major Wang Tuan. Zum Schluss sagte Major Viet Trung, wir möchten Sie als Freunde aus dem Ausland, aus Europa empfangen. We would like to receive you as friends from foreign countries from Europe. Wie kam es denn dazu, dass Sie in die Gefangenschaft der Vietcong geraten sind? Das war eine Zwischenphase. Kissinger hatte ja damals diesen seltsamen Waffenstillstand abgeschlossen, der praktisch
den Untergang Südvietnams beinhaltet. Das darf man sich keine Illusionen drüber machen. Und niemand wusste genau, wo die Nordvietnamesen, es waren im Grunde schon nordvietnamesische Regimenter, wo die standen. Und das wollte ich herausfahren und bin also mit dem Kamerateam und übrigens einem französischen Korrespondenten von der Agence France-Presse rausgefahren, wollte am Nachmittag wieder in Saigon sein. Und sind aber durch die Sperren, die normalerweise aufhören, die haben uns wohl für CIA-Leute gehalten, die Südvietnamesen haben uns durchfahren lassen und plötzlich stand ich vor einem Schild mit den Anzeichen der nationalen Befreiungswand, also des Vietcong. Und ich habe gesagt, Kinder, wendet die Autos, ich mache hier schnell ein Statement und wir fahren so. Und da raschelt es im Gusch und dann kamen die kleinen grünen Männer raus. Und ich verstehe ganz gut, mit Leuten umzugehen in solchen Situationen. Ich habe erstmal die Hand gegeben und als sie dann unsere Kamera verschlagnahmten und dafür eine Empfangsbescheinigung gaben, da wusste ich, dass uns nichts allzu Schlimmes passieren würde. Die haben sich dann erkundigt und haben dann erfahren, dass wir eben nicht ursprünglich angenommen CIA-Agenten waren, sondern wirklich Journalisten. Im Prinzip herrschte ja in diesem Film, das haben wir gesehen, eine ganz eigentümliche, fast freundschaftliche Atmosphäre. Wie kam das? Das kam, nachdem sie eben, die hatten ihre Verbindungsleute in Saigon, das war sehr intensiv, nachdem sie wussten, dass sie wirklich Journalisten waren. Und meine Berichterstattung ist ja auch beobachtet worden. Ich war ja auch im amerikanischen Vietnamkrieg immer sehr objektiv gewesen und habe diesen ganzen Zirkus von Bodycount und diese endlosen Siege, die da erfochten werden, nicht mitgemacht. Und hatte da eben ein gewisses Renommee, das ist mir immer wieder zustande gekommen, dass ich mit dem, was man früher die Eingeborenen nannte, gut umzustehen. Wie haben Sie denn die Soldaten des Vietcong kennengelernt? Was waren das für Leute? Was haben die für Überzeugungen gehabt? Ja, das waren fabelhafte Krieger, nicht wahr? Die hatten ja, die waren ausgesetzt den Bombardierungen der B-52, den Bombenteppichen. Das waren Leute, die dann sich in Löcher gegraben haben, um den Widerstand zu leisten. Das war eine fabelhafte Armee. Enttäuscht war ich nachher nur nach der Machtergreifung Hanois, also Ho Chi Minhs in Saigon, dass sie sich an den Südvietnamesen gerecht haben, beziehungsweise sich sehr kleinlich verhalten haben, dass sehr lange gedauert haben, bis eine nationale Versöhnung zustande kam. Sie haben vorhin geschildert, wie die Amerikaner beim WDR Intendanten interveniert haben, beim Außenministerium und über das Außenministerium, dann bei dem WDR, gegen ihre Berichterstattung, weil manche, gerade aus Amerika, gesagt haben, diese Berichterstattung ist anti-amerikanisch. Hat Sie dieser Vorwurf getroffen oder wie sehen Sie überhaupt das? Überhaupt nicht. Wenn Sie in der Schau gewesen wäre, hätten Sie das als einen freundschaftlichen, guten Ratschlag empfunden. Genauso wie ich den Amerikanern auch in Syrien gesagt habe, Kinder, lasst die Pfoten davon. Und vom Irak das Gleiche, wo übrigens der Bundeskanzler Schröder die richtige Reaktion gehabt hat. Und ja, darf ich mal einhaken, machen die Amerikaner denn im Prinzip immer denselben Fehler von Vietnam über Afghanistan bis hin zu Irak? Es ist so ein erschreckendes Schauspiel und auch ein betrübtes Schauspiel. Ich mag ja die Amerikaner. Meine Schwester ist Amerikanerin gewesen. Und wenn man die Soldaten vor allem in Vietnam war, hatte man ein sehr kameradschaftliches, brüderliches Verhältnis. Aber die Amerikaner haben seit ihrem grandiosen Sieg von 1945, wo sie sowohl das Dritte Reich niedergeworfen haben, die Landung in der Normandie war eine logistische Großleistung, und die Japaner auch besiegt haben. Und also wirklich die als die Weltmacht entstand. Von da ab haben sie keinen Krieg mehr gewonnen. Schon Korea war eine Pattsituation. Nicht? Die Chinesen von Mao Zedong, die kaum bewaffnet waren, die Volksrepublik existierte erst 2 Jahre, haben die Amerikaner zurückgeworfen. Und dann kam Vietnam und dann kam Afghanistan, dann kam zweimal Irak und so weiter. Es geht alles schief. Aber das trifft nicht nur die Amerikaner, das trifft andere auch. Die Bundeswehr käme auch nicht zurecht mit dem, was man den asymmetrischen Krieg nennt. Oder die Counterinsurgency und so weiter. Das sind Dinge, und da muss ich ehrlich sagen, da habe ich eben sehr viel gelernt. In meiner Kommandoeinheit bei den Franzosen am Anfang, ich habe mir über diese Art der Kriegführung nie Illusionen gemacht und habe die von der Pike auf gelernt.
Indochina, das war ein großer Teil Ihrer Berichterstattung. Einen mindestens ebenso großen Raum hat die arabische Welt, der Islam, eingenommen. Sie haben Mitte der 50er Jahre, 2 Jahre in Beirut Arabisch studiert. Zunächst mal, wie kamen Sie auf so eine exotische Idee? Ich war damals Journalist bei der Saarbrücker Zeitung. Ich hatte zwar so einen Bauchladen von verschiedenen anderen Zeitungen, die überhaupt zu reisen, aber es war natürlich keine Dauerposition. Und ich wollte dann einfach meinen Horizont erweitern. Da war ein sehr, wie soll ich sagen, qualifiziertes französisches Sprach. Ein Studieninstitut, auch für den Islam. Und das habe ich zufällig kennengelernt und habe mich da einschreiben lassen. Und habe das eben gemacht. Und es hilft dann doch sehr, wie man dann den Muslimen entgegentritt. Nicht? Oder schon ein Bismillah Rahman Rahim gibt einem eine gewisse Sicherheit. Und wenn ich an das Grab der großen schiitischen Heiligen wollte, weil sonst keiner hin kann, dann stand dann Mullah und sagte, Fatiha, die erste Sure des Korans. Wenn ich auch sagen kann, dann kann man rein. Also diese Kenntnis des Islam, der arabischen Sprache, hat Ihnen einfach die Tür geöffnet zu vielen islamischen Führern. Einer davon, kein arabischer, aber ein iranischer Führer, war Ayatollah Khomeini. Den haben Sie sogar begleitet bei seiner triumphalen Rückkehr aus dem Exil in Paris nach Teheran. 1979 war das. Sadek Gotzadek, der übliche Sprecher Khomeinis im Nofle Le Château, kündigt an, dass der Ayatollah heute Nacht mit einer Air France-Maschine zwischen 23 Uhr und 1 Uhr morgens Frankreich in Richtung Teheran verlässt. Zum letzten Mal ist Ayatollah Khomeini zum Mittagsgebet in seine improvisierte Moschee unter dem Zelt gegangen. Welche Gedanken bewegen wohl diesen streitbaren Greis, der nach 15-jährigem Exil in seine Heimat zurückkehrt, nachdem er seinen Todfeind, den Schah, vertrieben hat? It is hope that I will not forget the hospitality of the French government and the French people. Das Unternehmen Fliegender Teppich hat begonnen. Jetzt ist es wirklich soweit. Ayatollah Khomeini fliegt von Paris Charles de Gaulle nach Teheran ab. Die Perser auf diesem Flugzeug sind relativ wenig zahlreich. Dagegen die internationale Presse ist stark vertreten. Und das bietet wohl auch eine gewisse Gewähr, dass das Flugzeug bei der Landung in Teheran nicht von der Luftabwehr beschossen wird. Wir befinden uns hier in der besetzten amerikanischen Botschaft. Der Raum ist wohl die Bibliothek der Botschaft. An den Wänden stehen Inschriften, Down with America, nieder mit Amerika. In einer Ecke steht eine zusammengerollte amerikanische Fahne. Imam, die Beziehungen zwischen Teheran und Washington sind zurzeit sehr gespannt, vor allem seit der Besetzung der amerikanischen Botschaft durch die Studenten. Welches ist Ihre Haltung gegenüber den Vereinigten Staaten von Amerika? Nach meiner Meinung sind nur die Vereinigten Staaten schuld an der augenblicklichen Situation. Die islamischen Völker und unser islamisches Volk machen keine Unterschiede zwischen Völkern. Sie sind für Gerechtigkeit und nicht für Ungerechtigkeit. Aber die USA wollen, dass die Ruhe im Iran nicht wiederhergestellt wird. Sie sind Khomeini so nahe gekommen wie kein anderer Europäer. Was für einen Eindruck haben Sie von ihm gewonnen? Ja, manche sagen, es sei eine mittelalterliche Gestalt. Meiner Ansicht nach ist es eine biblische Gestalt. Eine Art Prophet des Alten Testaments gewesen. Sehr eindrucksvoll, sehr charismatisch. Und es hat ja auch einen Vertrauensbeweis gegeben. Also über meinen Freund Sadek Tabatabai, der ein enger Verwandter von Khomeini war, bin ich dann raufgebeten worden in die obere Kabine des Jumbos, wo er sein Gebet verrichtete. Auf dem Flug aus dem Exil von Paris nach Teheran. Von Paris nach Teheran. Und wir wussten ja nicht, ob das Flugzeug abgeschossen würde, ob er bei der Ankunft getötet oder festgenommen wurde. Und er hat dann dabei ein gelbes Kuvert gegeben, das mir weitergereicht hat. Und er hat mir dann gesagt, wenn wir festgenommen oder umgebracht werden, verstecken Sie es wirklich gut. Und wenn nicht, geben Sie es mir zurück. Und da standen 2 Millionen Menschen, jubelten Khomeini zurück. Und ein paar Monate später hat er mir gesagt, was drin war. Es war die Verfassung der Islamischen Republik Iran. Ich bin 2 Stunden lang der Wächter der Verfassung gewesen. Da erinnern sich die Iraner heute noch dran. Mit der Rückkehr Khomeinis in den Iran ist
so etwas wie auf die Weltbühne getreten, wie der politische Islam, der die Macht ergreift. Wie hat das die Welt verändert? Ja, das wird oft falsch dargestellt. Nämlich, es hat eine große Wirkung gehabt, aber vergessen wir nicht, dass die iranische Revolution eine schiitische Revolution war. Und die anderen, eben die Araber, sind Sunniten. Und ein wirklich zündenden, ein überspringenden Funken von der Schia, von den Schiiten, auf die Sunniten hat es nicht gegeben. Und heute sind die beiden Richtungen, großen Richtungen des Islam, in eine absolute Todfeindschaft miteinander verwickelt, die schlimmer ist als die Feindschaft gegenüber den Christen. Bleiben wir kurz noch mal beim Iran. Wie sehr ist die Sorge vor der iranischen Atombombe berechtigt? Also A, strebt der Iran nach einer Atombombe und wie gefährlich wäre sie im Zweifelsfall? Ja, wahrscheinlich ist das so ähnlich wie in Amerika. Da gibt es Leute, die möchten bombardieren und die wissen, dass ein Bombardement ein totales Fiasko sein würde. Aber in Iran gibt es zweifellos, vor allem unter den Revolutionswächtern, der Garde des Regimes, gibt es Leute, die Bombe bauen möchten. Khomeini selbst war nie besonders begeistert davon. Und was würde es ändern? Die Idee, dass die Iraner eine Atombombe auf Israel abwerfen, ist völlig, völlig blödsinnig. Nämlich dann, das wäre die Selbstvernichtung des Iran. Nämlich zu Recht würden dann sowohl die Israelis, die auch auf ihren U-Booten ihre Bomben haben, und vor allem die Amerikaner, würden dann eben den Iran auslöschen. Also das ist alles dummes Gerede. Die Gefahr, das erkennen die Amerikaner, aber man redet ja nicht drüber. Es wird ja alles vertuscht. Die Befürchtungen der Amerikaner richten sich heute schon mehr auf Pakistan als auf den Iran. Spätestens seit den Anschlägen auf das World Trade Center beherrscht die Auseinandersetzung zwischen dem Westen und dem militanten Islam das Weltgeschehen. Wie gefährlich, wie aggressiv ist der Islam wirklich? Ja, so toll ist das ja auch nicht. Was ist denn passiert? Das ist 9-11 gewesen, schrecklich genug. Na, mit 3000 Toten. Mit 3000 Toten, gut, also im Kongo hat es 5 Millionen Tote, die sind auch Menschen. Ja, sagen wir mal, wenn man schon humanitär redet, dann auch konsequent. Was nun, seitdem hat es doch kein Attentat gegeben, diese Sache, die da in Boston stattgefunden hat, war doch ein Flop. Wir haben die Anschläge auf die Vorzüge in Madrid mit mehreren hundert Toten gehabt. Das ist eine ganz andere Gruppe gewesen, nicht wahr? Die Koordinierung von Al-Qaida, eine Organisation, die sehr vage war, ist ja viel später erfolgt. Und vor allem der absolute Irrtum des Westens war es doch, dass 9-11 das Werk von Afghanen gewesen ist. Nein, es waren Saudis, die es gemacht haben. Und es konnte auch nur gemacht werden mit der Präsenz eines gut organisierten Netzes in den USA. Es konnten nur Saudis sein. Und Osama bin Laden ist Saudi. Die extremistischen Bewegungen, die auch uns berühren inzwischen, von Syrien aus. Nicht wahr? Das heißt, Afghanistan war von Anfang an ein Fehler, weil man sich das falsche Land ausgesucht hat. Absolut. Man hätte natürlich die dort sich befindlichen ausländische Grüne Legion, damals hieß das noch nicht Al-Qaida, das Wort Al-Qaida war gar nicht bekannt bei den Afghanen. Aber die Amerikaner hatten ja eine Legion zusammengestellt, mit den Saudis zusammen, die das finanziert haben, gegen die Russen. Und das ist die Truppe von Osama bin Laden gewesen. Und die war von Anfang zwar antirussisch, die wollten natürlich die Russen raus, die waren nicht pro-amerikanisch, ich war mit denen unterwegs. Und damals schon, am Anfang des Krieges, und das muss man wirklich am Verstand der Geheimdienste zweifeln, schrien also die Leute, mit denen die gingen, schwierigen Gelände, schrien dann, Allahu Akbar, Gott ist groß, und Makbar Amerika, Tod in Amerika. Das ist ja verrückt. Ihr kämpft hier mit Hilfe der Amerikaner, mit amerikanischen Geldwaffen und schreit Tod in Amerika. Mhm. Aber es war einfach so, sie waren auch gegen Amerika auf einmal. Also ich verstehe Sie so, die CIA trägt eine Mitschuld am Entstehen von Al-Qaida. Ich würde trotzdem gerne wissen, der Islam ist doch im Prinzip auch eine Religion wie das Christentum, der nach paradiesischen Zuständen auf der Erde und im Jenseits
sucht. Wieso kommt es, dass im Namen des Islam überall auf der Erde Menschen schreckliche Anschläge machen? In Pakistan, in der arabischen Welt, in Madrid, aufs World Trade Center. Wie kommt das? Oh mein Gott, das ist eine kollektive Hysterie. Das ist schlimm genug. Das Schlimme ist ja, dass bei uns übergreift. Es sind ja nicht nur die Söhne von Migranten, die inzwischen in Syrien kämpfen auf Seiten der Dschihadisten. Es sind ja deutsche Konvertiten, die dabei sind. Und die lernen dort Krieg zu führen und die lernen auch dort Sprengsätze herzustellen. Und eines Tages kommen die nach Hause und die werden wahrscheinlich etwas effizienter sein als diese Narren und Dilettanten von der sogenannten Sauerlandbande. Das Einzige, was die CIA aufgedeckt hier in Deutschland. Ja, die Frage ist ja, was macht man denn jetzt? Die erste Antwort des Westens, der USA, auf den islamischen Terror war der Krieg gegen den Terror im Irak, in Afghanistan, wenn ich Sie richtig verstanden habe, völlig falsche Orte. Das hat mit dem Terror überhaupt nichts zu tun gehabt. Also dieser Teil des Krieges gegen den Terror ist völlig schief gegangen, hat überhaupt nicht zum Ergebnis geführt. Was ist denn dann die richtige Antwort auf islamischen Terror? Ja, mein Gott, die Europäer müssen erst mal lernen, sich selbst zu verteidigen wieder. Nicht? Europa ist in einer Situation im Grunde der beinahe Hilflosigkeit. Nicht? Weil, wenn es darauf ankommt, das hat man ja in Libyen gesehen, als die Franzosen die Briten bombardiert haben, am fünften Tag gingen die Bomben aus, dann mussten wir die Amerikaner einspringen. Also unsere schwierige Situation ist eben, dass wir einerseits amerikanische Politik in vielen Punkten nicht bejahen können, aber dass wir in entscheidenden Punkten wieder auf die Amerikaner angewiesen sind, weil Europa nicht verteidigungsfähig ist. Das ist das, was ich sagte, wir brauchen eine europäische Konzentration der Kräfte. Und im Grunde kommen da drei Länder in Frage, das sogenannte Weimarer Dreieck, das wäre Deutschland, Frankreich und Polen. Daraus könnte man eine Armee schmieden. Warum lassen Sie England außen vor? Engländer sind nach Amerika ausgerichtet. Wir können auf die Engländer nicht zählen. Die Engländer haben eine kleine, aber vorzügliche Armee. Ich habe auch mit Engländern operiert in Basra und haben mir sehr imponiert. Haben auch fabelhafte Spezialtruppen. Aber die Engländer sind total auf Amerika ausgerichtet. Und ich höre jetzt immer das Geschrei, um Gottes Willen, wenn die Engländer sagen, wenn ihr austreten wollt, dann tretet doch aus. Die Engländer hätten hier so viel Nachteil davon, dass sie es gar nicht machen würden. Wenn ich Sie richtig verstanden habe, sagen Sie, wir, die Europäer, müssen die militärische Schlagkraft erhöhen. Jetzt gibt es ja große Teile der deutschen Öffentlichkeit, vielleicht sogar die Mehrheit, die sagen, die Zeitalter der kriegerischen Außenpolitik ist doch schon längst vorbei. Ja, der konventionellen kriegerischen Auseinandersetzung. Nicht wahr? Die Bundeswehr ist im Grunde nach dem Rezept angetreten, als wolle sie die Stoßarmeen der Sowjetunion in der norddeutschen Tiefebene aufhalten. Nicht wahr? Ich habe mich doch mit den Hubschrauberpiloten der Bundeswehr unterhalten. Es gab ja leider nur ganz wenige Hubschrauber. Und sie sagten, wir haben ja Geräte, auf 3000 Meter Höhe, was hier normal ist, kommen die gar nicht richtig hoch. Und gegen den ständigen Sandstrom sind die überhaupt nicht gerüstet. Die waren dauernd auf einem Boden, weil sie Pannen hatten. So war die ganze Ausrüstung. Die Bundeswehr ist in Afghanistan kaum kampftauglich gewesen. Ihr neuestes Buch heißt Welt aus den Fugen und da ist mir ein Satz aufgefallen, den ich gerne zitieren möchte. Die Pose eines Predigers für Demokratie und Menschenrechte habe ich mir nie angemaßt. Was bedeutet das? Ja, es gibt einen französischen Vers von Molière. L'ami du genre humain n'est l'ami de personne. Der Freund des Menschengeschlechts ist niemandes Freund. Und ich habe also von diesen Gutmenschen genügend rumlaufen sehen, da ist viel Eitelkeit. Nein, was man braucht, ist Sachkenntnis und Härte auch. Ja, ist es denn nicht die vordringlichste Aufgabe der deutschen Außenpolitik, meinen zumindest viele, dass wir zum Beispiel gegenüber Russland, dass wir zum Beispiel gegenüber China die Einhaltung der Menschenrechte einklagen? Was muten wir uns denn da an? Ja. Die Deutschen haben die grauenhaftesten Verbrechen begangen.
Das übertrifft Genghis Khan. Das war so systematisch. Genghis Khan, das war im Wilde, die aus der Steppe kam. Das ist das höchst zivilisierte Volk, das Volk der denkenden Dichter, die das angerichtet haben. Und die wollen jetzt der übrigen Welt zeigen, wie man die Menschenrechte vertritt. Und dann sagt man natürlich, ja, gerade weil wir das gemacht haben, dann müssen wir doch jetzt das gute Beispiel geben. Wir sollten ein bisschen die Schnauze halten. Nicht? Und die anderen reden, abgesehen davon, so perfekt ist die Achtung der Menschenrechte von Seiten der Amerikaner auch nicht. Ich rede nicht nur von Abu Ghraib, sondern der Drohnenkrieg, der im Moment geführt wird, der absolut gegen jedes Völkerrecht verstößt. Was sollte denn dann eine kluge deutsche Außenpolitik leiten? Wir haben gemeinsame Interessen mit Amerika. Wir haben gemeinsame Interessen mit Russland. Zwar sind die Russen eben bedroht durch den Islam. Nicht wahr? Die haben ein sehr akutes Gefühl dafür. Das gibt jetzt noch Kasan. Ja, das hast du dann in der Wolga rauf. Wir sollten nicht dauernd für China als Feind betrachten. Wir sollten normale Beziehungen unterhalten. Auch die Chinesen haben ja ihre Probleme jetzt mit den Uiguren. Also insofern, wir hätten, die Deutschen, erstaunlicherweise, sind weiterhin sehr beliebt in der Welt. Aber sie müssen auch mal ein bisschen Entschlossenheit zeigen und nicht immer nur auf diese komischen Osterweiterungen da blicken, die im Moment stattfinden. Als Entschlossenheit, Deutschland sollte eine aktivere Rolle in der Welt spielen, auch mit Truppen im Zweifelsfall nach Afrika, nach Mali, in die Zentralafrikanische Republik? Das würde muss man sehr differenziert handhaben. Die Franzosen haben in Mali einen hervorragenden Feldzug geführt. Aber jetzt wird es halt das rausgehen. Nicht wahr? Da kann man nicht ewig bleiben. Und die Zentralafrikanische Republik, die ich leider auch mal bereist habe, ein schreckliches Land, wird man sowieso nicht zurechtkommen. Nein, man muss sich das dann genau überlegen und dann eben an gezielten Punkten zuschlagen. Ich bin auch nicht in den Generalstäben der Mächte im Moment. Ich weiß nur, das, was man im Moment macht, im Allgemeinen falsch ist. Und zum Beispiel, falsch, weil es nicht den deutschen Interessen dient? Oder falsch, weil es eine falsche Lage einschätzt? Man verlässt sich, was ja normal wäre. In Afrika sagt man, die Afrikaner sind es leid, da dauernd europäische oder amerikanische Soldaten rumlaufen zu sehen. Die wollen ihre eigenen Konflikte mit eigenen Kräften lösen. Aber sie sind ja nicht in der Lage dazu. Ich bin im Darfur gewesen, in diesen ganzen Gebieten. Und leider ist diese Truppe, die Afrikanische Union aufstellt, fast genauso schlimm wie die Aufständischen. Ich habe es schon angesprochen, Ihr neuestes Buch heißt Welt aus den Fugen. Warum ist die Welt aus den Fugen geraten? Tausend Gründe. Vor allem ist es völlig töricht. Wir hatten ja einen einigermaßen vernünftigen Zustand erreicht nach dem Ende des Kalten Krieges. Und dann hat man sich eben in alle möglichen Abenteuer verirrt. Und man hat die Übersicht verloren. Man hat nicht begriffen, dass wir es nicht mehr mit einer bipolaren Welt zu tun haben. Das war ganz ordentlich mit Amerikanern und Russen, die hielten sich gegenseitig in Schach. Und da passiert auch nichts. Wir haben es jetzt mit einer multipolaren Welt zu tun. Und wie Sie schon sagten, die Frage des Islam wird uns doch gewaltig beschäftigen. Nämlich, es ist nicht nur Syrien, es ist nicht nur Irak, es ist nicht nur der Iran, es ist nicht nur Jordanien morgen oder Libyen ist in voller Auflösung. In Ägypten passiert jeden Tag ein Attentat. Und auch Algerien, all das ist in unserer unmittelbaren Nachbarschaft. Und da muss man eben mal eine große Planung machen. Die kann nicht rein national sein, die müsste europäisch sein. Aber fangen Sie doch mal was mit den Europäern an. Zur Zeit von Mitterrand und Kohl war die deutsch-französische militärische Zusammenarbeit enger, als sie heute ist. Können Sie sich eine Welt ohne Kriege vorstellen? Ja, ich könnte mir eine wünschen, aber es wird keine geben. Es wird immer Kriege geben. Kennen Sie eine Epoche der Weltgeschichte, wo keine Kriege stattgefunden haben?
70 Jahre rastloses Reporterleben quer durch die Welt. Gab es in all den Jahren auch Momente, wo Sie so etwas wie ein stinknormales Familienleben vermisst haben? Habe ich eigentlich nie geführt und habe ich auch nicht ernsthaft versucht, muss ich ehrlich sagen. Nein, das war nicht vorhanden. Das war mit dem Beruf auch nicht zu vereinbaren gewesen. Sie haben mit 60 noch mal geheiratet, Eva Scholl-Latour. Wo haben Sie sich denn kennengelernt? Wir haben uns in Südostasien in Laos kennengelernt. Kann eigentlich bei Peter Scholl-Latour auch nicht anders sein. Das muss dann Indochina sein. Ja, das war sehr, sehr romantisch, nicht? Das war so ein Stück Somerset Maugham und ein Stück Graham Greene ein bisschen, nicht? Also, das war eine sehr, sehr romantische Angelegenheit. Ja. Und Sie tragen anstelle eines Eherings einen Armreif. Was ist das für ein Armreif? Also das ist, der ist aus Laos, der ist von einem Meo-Stamm. Das sind die Stämme, die oben im Gebirge leben. Und ich habe ihn in Laos gekauft und meinem Mann geschenkt. Hat sich sowas immer gewünscht. Begleiten Sie Ihren Mann auf Reisen? Oft. Doch, ja, oft. Oft, aber er nimmt mich nicht überall hin mit. Und ehrlich gesagt will ich auch nicht immer überall hin mitgehen. Aber zum Beispiel jetzt hat er ja eine Reise in den Tschad geplant. Und da würde ich gerne mitgehen. Also nicht, weil mich dieses Land so reizt. Aber ich habe nicht so gerne, wenn er ganz alleine fährt. Mhm. Wie ist das mit Ihren Sorgen, weil es nicht risikolos ist? Ja, dann mache ich mir schon Sorgen. Also ist zum Beispiel damals während des Irakkriegs sehr oft im Irak gewesen. Und das hat mir nicht sehr gefallen, aber es muss mir nicht gefallen, denn er würde ohnehin reisen. Gibt es für Sie so etwas wie persönliches Glück? Ist das eine Kategorie, in der Sie denken? Ja, das ist, was heißt Glück? Also, der General de Gaulle hat mal gesagt, das Glück gibt es überhaupt nicht. Nee, aber Gott, wir haben natürlich heute eine Zwangsvorstellung vom Glücklichsein durch die Amerikaner, die Pursuit of Happiness. Nicht? Wird jeder glücklich sein oder zumindest glücklich erscheinen, dann machen alle Strahlemann. Also das liegt mir nicht. Aber es gibt schon Momente, in denen man auch glücklich ist, aber sind kurz. Wir kennen Ihren Mann als rationalen Erklärer der Weltpolitik. Kann Ihr Mann auch emotional, romantisch sein? Ja, Gott sei Dank. Ich glaube, das kann er. Der Spiegel war es, hat Sie mal den letzten Welterklärer genannt. Das ist eigentlich ein schöner Titel, oder? Sehr schöner Titel, auch sehr schmeichelhaft. Er hat sich nicht immer so positiv über mich geäußert, aber ich nehme das ganz zur Kenntnis. Aber ich mache mir auch keine Illusionen über die Dauerhaftigkeit der Auswirkungen meiner Schriften. Sie haben zahllose Reportagen fürs Fernsehen gedreht, über 30 Bestseller. Gibt es eine Kernbotschaft, etwas, was Sie den Menschen auf jeden Fall mitgeben wollen? Ich habe nicht die Vermessenheit, die bekehren zu wollen. Ich will sie informieren. Ich will vor allem, sagen wir, was es ja sehr viel gibt, es gibt ja regelrechte Desinformationskampagnen, die gibt es mehr und mehr. Dagegen gehe ich ein, das habe ich mein ganzes Leben lang getan. Aber im Grunde bin ich ein bisschen der einsame Rufende in der Wüste geblieben. Das war der Dialog, diesmal zum 90. Geburtstag von Peter Scholl-Latour. Herzlichen Dank an Sie beide. Danke Ihnen.